Hallo, ich bin die Nina Dulek und ich lese euch heute aus meinem Pappbilderbuch Hallo kleines Pony vor. Das kleine Fohlen ist aufgewacht, hat brav neben Mama geschlafen heute Nacht. Nie, da kitzelt die Sonne von draußen. Komm Mama, lass uns zur Weide sausen. Tripp-trapp macht das Fohlen sich auf den Weg und landet schnurstracks im Gemüsebeet. Nag, nag, schreien die Gänse. Was für ein Schreck! Keine Angst, ruft die Mama, ich bin nicht weit weg. Wuff, wuff, bellt der Hund und gack-gack macht das Huhn. Das Fohlen rennt weiter, es hat noch zu tun. Der Stier grüßt es freundlich und mut. Guten Tag, schön, dass du da bist, weil er es mag. Guck mal, da sitzt ja der Hase im Gras. Lass uns was spielen, das macht Riesenspaß. Hinter Büschen und Blumen spielen sie jetzt Verstecken. Schau ganz genau hin, kannst du sie entdecken? Tropf, tropf und plitsch, platsch, was ist denn das? Da fällt was vom Himmel und wir werden nass. Schnell rüber zur Mama unter den Baum, denn dort erwischt uns der Regen kaum. Bei Mama ist's warm und gemütlich dazu. Die kuscheligste Mama, die bist nur du. Wuschel und kuschel vergräbt es die Nase in Mamas Mähne. Doch da ruft der Hase. Los, komm, kleines Fohlen. Es regnet nicht mehr. Lass uns mal hoppeln, das ist gar nicht schwer. Die Sonne scheint wieder, tripp, trapp und hopp, hopp. Bergauf und bergab geht es im Galopp. Das war Hallo, kleines Pony. Erschienen im Oettinger Verlag. Ich freue mich über euer Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, weil, wie sage ich das immer, mir fällt bestimmt noch was ein. Bis bald!